Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns ein weiteres Beispiel mit dem Blueprint Interface, aber diesmal übermitteln wir Werte mit einem Input und Output. Wir sind wieder im Third-Person-Template und möchten direkt mal ein Sphere reinholen und noch ein Sphere, ja. Den nennen wir da klicken wir drauf und gehen hier drauf und Convert Selection to Blueprint, ja, auf Actor Harvest Component und schreiben hier hin BP Höllenfeuer, ja. So, wir haben eine Klasse erstellt, das ist BP Höllenfeuer, das können wir ausmachen. Dann klicken wir diesen Sphere an, gehen hier drauf und gehen auf Convert Selection to Blueprint, Actor, Harvest Component, BP, Medizin. Ja? So, jetzt haben wir zwei Blueprints. So, und erstellen ein Blueprint Interface. Den finden wir in der rechten Maustaste, Blueprints, Blueprint Interface. Den nennen wir BPI Kommunikation. Ja. Und dann machen wir folgendes: zwei Funktionen oben rechts. Die eine Funktion ist nenne mir deinen Namen. Und die nächste Funktion ist Schaden und oder heilen. Ja. Schaden bzw. heilen. Aber Schaden mit SC. So, gut, also nenn mir deinen Namen ist die erste Funktion, zweite Funktion ist Schaden. Jetzt gehen wir zu unserem Third-Person-Character, den finden wir im Content, Characters, nein, und zwar hier ist Third-Person, Blueprints und hier, der Third-Person-Blueprint-Class, den ziehen wir rein. Diesen Player-Style können wir löschen, so, im Details-Panel schreiben wir hier rein Possess und dann steht hier Auto Possess Player 0. So, jetzt gehen wir hier in Blueprint rein und erstellen uns hier eine Variable hier und zwar Lebenspunkte. Ja, Lebenspunkte. Und die Variable soll vom Typ Integer sein. Ja, wenn wir compilen, können wir hier einen Wert eintragen. Da geben wir mal 100 ein. Ja? So, was soll passieren? Sobald dieser Charakter diesen Ball berührt oder diesen Ball berührt, sollen Lebenspunkte abgezogen oder erhöht werden. Das ist die eine Funktion. Und die andere Funktion ist, er soll quasi zurückgeben, ja, ich bin Feuer, ich bin Wasser oder ich bin Medizin. So, machen wir erstmal das mit dem Namen, ich bin Medizin. Wie machen wir das? Wir gehen erstmal in Third Person, ja. Und es gibt ein Event, nennt sich Event Hit. Ja, das hatten wir im vorigen Video schon gehabt. Hier diesen Node, den Hit Result, können wir splitten. Da haben wir viel mehr Nodes. Und dieser Node wird ausgeführt, sobald der Charakter irgendwas berührt. So. Wir hatten ja eine Funktion, die hatten wir genannt, nenne mir deinen Namen. Ja, sobald Event Hit ausgeführt wird, schreiben wir hin, nenne mir deinen Namen. Und der in Klammern Message bedeutet, dass wir kommunizieren mit dem Blueprint Interface. Diesen Objekttypen, der kommt von HitHitActor. Ja? So. Nenne mir deinen Namen. Jetzt gehen wir erstmal zu BP Medizin, Event Graph. Ja? Und wir müssen erstmal den Blueprint Interface implementieren. Class Settings hier auf Interfaces und BPI Kommunikation. So, Compile nicht vergessen und wir müssen auch ja, auf jeden Fall Blueprint Interface auch compilen, damit was passiert. So, jetzt sehen wir hier zwei Funktionen. Erst einmal nenne mir deinen Namen. Ja, implement Event. So, wir wollen den Namen von der Medizin. Wir schreiben Print String und schreiben hin, weil wir in Medizin sind, ich bin deine Medizin. So,
Kampagne nicht vergessen. So, das haben wir schon mal fertig. Jetzt gehen wir zum Heulenfeuer und das gleiche nochmal. Class Settings in Blueprint Interface, schreiben den Interface-Namen ein, BPI Kommunikation und ja, jetzt haben wir schon die Interfaces implementiert und ziehen hier, nenne mir deinen Namen, oder nee, können wir nicht, aber wir können rechte Maustaste, Implement Event und ziehen hier den Pin raus und schreiben Print String. Ja? Und hier, wir sollen ausgeben, ich bin dein Höllenfeuer. Ja? So, Compile nicht vergessen. Das hatten wir ja auch in, alles in einem anderen Video bereits gehabt. Wenn wir auf Play gehen und hier berühren, dann schreibt er, ich bin deine Medizin und ich bin dein Höllenfeuer. Ja? So, jetzt wollen wir Folgendes. Wir wollen, sobald der Charakter diesem Höllenfeuer berührt, soll Schaden entstehen. Ja? Wie wollen wir das machen? Wir haben ja hier wir haben ja Folgendes, Schaden oder Heilen erstellt, Funktion, sobald, ja, also sobald wir, also es geht ja alles, es startet ja alles hier, sobald wir ein Objekt berühren, geht er hier durch diese Linie, BPI Interface, und dann geht er rüber und es wird dieser Event getriggert. Und er soll weitergehen, beim Höllenfeuer gehen wir mal hin, Höllenfeuer, er soll weitergehen und Schaden und Heilen ausführen. Schaden und Heilen, ja? Schaden und Heilen, ja, mit dem BPI Kommunikation. Ja, muss mal schauen, was das andere ist. Schaden und Heilen. Nee, das ist es nicht. Es muss immer ein Briefumschlag. Ah, okay. Ich muss context-sensitive fortsetzen. Hier, das Message, das ist wichtig, das ist das Richtige. Ja? Und wir wissen, dass der Objekttyp der Character ist, also getPlayerCharacter. getPlayerCharacter. So, eigentlich der Sinn dieses Videos ist Werte übermitteln. Ja? Wie können wir Werte zwischen den Blueprints übermitteln mit Hilfe vom Interface? Da gehen wir erstmal zum Interface und hier haben wir Inputs und Outputs. Und hier müssen wir Folgendes eingeben, zum Beispiel den Input, ja, das was eingegeben wird. Und hier können wir einschreiben Schaden oder Heilmenge. Heilmenge und das ist vom Typ Integer. Ja. So, das war im Höllenfeuer. Jetzt haben wir auch hier einen weiteren Pin dazu bekommen. Und der Schaden, der dieses Höllenfeuer dem Charakter hinzufügen soll, bei jedem berühren soll zum Beispiel 10 sein. Ja? Das könnt ihr auch als Variable abspeichern. Jetzt gehen wir zum Third-Person-Character, ja? Und implementieren diesen Event. Den Event können wir mit dem Class Settings, also wir müssen wieder das gleiche wieder, BPI Kommunikation, und da haben wir hier schon die Schaden- und Heilen-Interface implementiert mit Implement, ziehen wir mal hoch. So. Und die Lebenspunkte, wir hatten ja am Anfang die Lebenspunkte gesetzt, ja. Und die Lebenspunkte sollen minus der Schaden- oder Heilmenge subtrahiert werden. Also Lebenspunkte minus. Dann müssen wir die Lebenspunkte neu setzen, ja. Und können dann hier zum Beispiel Print String, ja. Und dann den Wert hier eintragen und schon haben wir zum Beispiel für den Höllenfeuer ein Schadensinterface, wo wir auch Werte übermittelt haben. Gehen wir auf Play und hier, ich bin dann mit 10, jetzt auf Höllenfeuer, ihr seht, es ging zwar etwas schnell, ja, machen wir mal weniger, statt 10 ein, ja, so, 94, 90, 78, ja, Lebenspunkte geht immer weg. So, ja, und das gleiche können wir auch mit dem Heilen, BPL Medizin. Da gehen wir auf Höllenfeuer. Wie haben wir das gemacht? Genau, Schaden und Heilen. Ja. So,
ziehen wir hier rein und hier schreiben Schaden und Heil. Nicht vergessen, Context Sensitive auf False, Message und hier auf Get Player Character. Und hier statt Schadenmenge plus nehmen wir Minus, ja, minus 5. So, gehen wieder in Third Person Character und schreiben hier hin. Brauchen wir nicht mal. Genau, das ist ja, das nimmt ja quasi Schaden und Heilen direkt. Und wenn es Minus ist, dann ist der Minus und Minus ist dann Plus und Plus ist dann ja, dazu gewonnen. So, jetzt gehen wir hier drauf. Genau, Lebenspunkte werden dazu gewonnen und hier wird es abgezogen. Ja, das ist, wie man mit Interfaces Werte übermittelt und wie man halt quasi Interfaces aneinanderkettet auch. Ja, das ist eine andere Möglichkeit zu verstehen, wie flexibel eigentlich auch Interfaces sein können. Das war's für heute. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.